Ja, es ist natürlich sensationell verlaufen. Der Start war etwas schwierig gewesen, aber ich wusste, da muss man noch nicht zu fest nervös werden, weil es ist noch langes Rennen. Und es war auch genau so gewesen. Da hat es Gedränge gegeben, aber oben auf der Straße eigentlich wieder relativ langsam wurde und ich konnte dann gut wieder in die Gruppe fahren. Und dann habe ich einfach geschaut, dass ich hinten ein bisschen vor in Aufstieg komme. Und ich bin glaube so irgendwie vierte oder fünfte hinten gefahren. Und dann konnte ich aber angreifen und dann bin ich an die erste Runde mit der Natti zusammengekommen. Ich habe dann versucht, dann mit ihr zusammen zu fahren, weil eben in der Fläche ist es halt schon auch von Vorteil, wenn man nicht allein muss fahren. Ja, wir sind dann zusammen die erste Runde fertig gefahren. Dann hat Sabine wieder aufgeschlossen in der zweiten Runde. Ich habe dann versucht, zuerst in den Anstieg zu gehen und eigentlich dann von dort her können vorausfahren. Mal ein bisschen mehr Vorsprung, mal ein bisschen weniger Vorsprung. Und dann nach der vierten Runde habe ich gehört, wie der Hitsch gesagt hat, noch 7 Sekunden Vorsprung. Ich wusste, jetzt muss ich noch mal Vollgas geben, weil ich wusste, Nati fährt sehr stark in der Fläche und das eigentlich nicht Wellen darauf abkommen auf der Schluss. Ja, und hat dann noch mal sie herausfordern und durch das, dass sie dann auch viel Kraft gebraucht hat, hat sie sich dann ein bisschen verblasen im Anstieg und das ist dann mein Vorteil. Ja, es ist halt schön, es hat sehr viele Leute und vor allem es hat so viele Leute, die ich lange nicht mehr gesehen habe, die mich kennen, die ich kenne und da sieht man sie wieder. Und das ist irgendwie mega speziell, dann ruft jemand am Start, hey, hi Esther, und dann sagt, ah, ist cool, ist auch da und so. Oder auch am Strassenrand, wenn man hört und manchmal nimmt man es auch gerade ein bisschen wahr, wer dort steht und das ist mega lässig. Ja, ich denke, es ist lässig, eben die Leute, die da sind, die Leute, die können schauen, die Ausstellung auch und dann natürlich unser Rennen sehen. Und ich denke, das ist gut für unseren Rennsport, wenn wir das eben auch sehen und dann finden sie es lässig. Und ich denke, so kommt auch der ein oder andere vielleicht dazu, auch mal ein Rennen selber zu fahren oder halt auch mal an ein anderes Rennen zu kommen. Und sie sind auch eben neue Sportler dann sehr nahe und ich denke, das ist lässig für die Leute, für die Zuschauer und auch für uns natürlich. Danke. Ja, also ich bin heute sicher ein super Rennen gefahren. Es ist einfach, es hat einfach einig gehabt, dass es ein bisschen stärker war. Aber ich habe eigentlich von Anfang an gut das Tempo mitgegeben. Ich habe in der zweiten Runde ein bisschen reisen und dann versucht, mit der Sabine zusammen zu arbeiten. Und einfach in der Hoffnung, dass wir das zweite nochmal vorfahren können. Dann hat Sabine einen Fehler gemacht und ist weg gewesen. Dann bin ich wieder allein gewesen. Und das hat es natürlich ein bisschen schwierig gemacht. Weil ich vorher Tempo rausgenommen habe und auf sie gewartet habe und dann geht sie wieder weg und ich habe ein grosses Loch. Ich bin das Loch nochmal zugefahren in der vierten Runde, da gerade eigentlich unten am Aufstieg. Aber die Esther hat natürlich ja, mich wahrscheinlich extra hinfahren und dann ist im Aufstieg nachher einfach ein Antritt und dann bin ich mehr oder weniger explodiert. Aber ja, ich habe alles probiert, es war ein super Rennen gewesen. Ich glaube, wir haben auch einen spannenden Wettkampf. Und das ist glaube ich, das Wichtigste. Ich bin auf dem Podest und habe meinen Fans hier gute Leistung können zeigen. Es hat zwar nicht ganz gelangt, aber ich bin schon eigentlich ganz glücklich. Zweit ist jedes Jahr. Ja, es ist natürlich. Also man sieht ja schon, es ist ein mega Heimspiel. Die Bike Days mit dem Rennen, wo alle meine Leute dabei sind, ist schon eigentlich eines der ganz grossen Highlights im Jahr. Und klar ist irgendein bestimmter Druck da mit allen diesen Leuten im Rücken, aber es motiviert mich einfach wirklich das Beste zu geben. Und ja, ich habe schon im Vorfeld gesagt, wenn ich das Beste gebe und kämpfe bis zum Umkehren, ist eigentlich gar nicht so wichtig, was am Schluss rauskommt, weil die Leute sehen, dass ich mein Bestes gebe und sie sind für mich da und mit den Fans im Rücken geht einfach alles ein bisschen leichter. Super, hey, danke für die Einladung. Bei so einem Tag macht es auch richtig Spaß, hier zu fahren. Das Rennen war sicher sehr taktisch bestimmt, einfach halt auch durch die viele Asphaltpassagen, wo es gibt. Aber es war sicher auch für mich ganz gut, dass es die Asphaltpassage, dass es diese Flachpassage gegeben hat. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt, weil ja, so von der Stimmung her war es sehr gut. Und ich habe mich sehr gut gefühlt in der Vorbereitung, auch für die Weltcups, wo ich jetzt noch anstehe. Ich denke, ich bin ja auf einem guten Weg und der dritte Platz, denke ich, lässt sich sehen. Ja, okay, also Solothurn hat ja schon ein gewisses Flair, einfach die Altstadt und das Historische auch. Und die Einbettung von dem Event so mitten in der Stadt drin, das kommt sehr gut an. Und man sieht natürlich auch, wie stark das vom Publikum, von den Leuten angenommen wird. Es ist eine schöne Veranstaltung und wenn man natürlich so Wetter hat und Wetterglück hat, dann ist es natürlich doppelt schön. Ja, man muss erzählen, es wird ja sehr viel geboten. Ja. Es sind sehr viele Händler, die ausstellen. Es gibt sehr viel für die Leute zum Sehen. Und dadurch ist natürlich halt auch sehr viel geboten und entsprechend viel Stimmung auch da.
einfach halt auch in der Kombination. Man hat ja nicht nur der Cross-Country-Sport hier, man sieht ja auch hier da welche, wo in der Halfpipes ein bisschen Dirtbikes ausspringen. Und es gibt überall, an jedem Eck ist irgendwas geboten, wo man zuschauen kann. Also von daher natürlich ganz, ganz tolles Programm.